In diesem Tutorial wird die richtige Anwendung von Urinsticks erklärt. Dafür benötigen Sie einen Laborkittel und Einweghandschuhe, Urinsticks in der Originaldose, ein beschriftbares Blatt zur Dokumentation und einen Stift, außerdem eine Stoppuhr, einen Müllbehälter und feuchte Desinfektionstücher und natürlich frischen Mittelstrahlurin in einem entsprechenden Behälter. Zuallererst kontrollieren Sie das Haltbarkeitsdatum der Teststreifen und stellen die Stoppuhr auf 2 Minuten ein. Schütteln Sie den Urin auf. Entnehmen Sie dann einen Streifen aus der Dose, ohne in diese hineinzugreifen. Verschließen Sie die Dose dann sofort wieder. Tauchen Sie den Streifen vollständig und kurz, maximal eine Sekunde, in den Hahn ein und streifen Sie ihn seitlich am Rand ab und starten Sie die Stoppuhr. Nehmen Sie den Stick und die Dose nun am besten in dieselbe Hand. Achten Sie darauf, dass Sie den Stick entsprechend der Anweisung richtig herumhalten, in unserem Fall von oben. Zeigt die Stoppuhr nur noch eine Minute an, können Sie mit dem Ablesen mittels der Farbschablone auf der Dose beginnen und die Ergebnisse entsprechend auf dem beschriftbaren Blatt dokumentieren. Vorsicht! Leukozyten müssen nach 2 Minuten abgelesen werden. Lassen Sie dieses Feld also erstmal frei. Warten Sie dafür, bis die Stoppuhr ertönt und lesen dann die Leukozytenzahl ab. Anschließend muss der Arbeitsplatz sauber und ordentlich verlassen werden. Dafür werfen Sie den Stick in den Müllbehälter. Schütten Sie den Urin in das Ausgussbecken aus und lassen Sie etwas Wasser nachlaufen. Den Behälter können Sie dann wegwerfen. Nehmen Sie am besten 2 feuchte Desinfektionstücher. Fassen Sie sie unbedingt mit Handschuhen an, da das Mittel die Haut sehr aggressiv angreift. Wischen Sie zuerst mit dem einen Tuch, falls notwendig, kontaminierte Gegenstände ab. Und anschließend mit dem zweiten Tuch den Tisch. Gehen Sie dabei meanderförmig vor und achten Sie darauf, dass der komplette Tisch mit Desinfektionsmittel benetzt ist. Gegebenenfalls muss das Tuch gewendet werden. Dann können Sie die Handschuhe samt Tuch in den Müllbehälter werfen. Am Ende müssen Sie noch Ihre Hände desinfizieren. Falls Sie das vorher noch nicht erledigt haben, tragen Sie die Patientendaten auf das Blatt ein.